Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute kommt mal nur ein Videogrund dafür. Ich habe gerade für eine Stunde versucht, Pogo Stuck aufzunehmen. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gespielt und ich bin einfach nicht weitergekommen. Und deswegen bin ich vielleicht auch jetzt ein bisschen geladen, deswegen ich versuche mich mal zu entladen. Und das machen wir heute mal mit einem kleinen Experiment, wo wir einfach mal gucken, okay, wer ist eigentlich der stärkste Unterstützungsaffe? Das haben wir jetzt ja schon mit Primär und Militär gemacht. Und wir machen daraus ja so ein kleines Turnier. Damit ich aber den stärksten Zaubereraffen gegen den stärksten Unterstützungsaffen ankämpfen lassen kann, muss ich erst rausfinden, okay, wer ist eigentlich der stärkste Zaubereraffe? Wer ist eigentlich der stärkste Unterstützungsaffe? Und das machen wir heute mal mit den Unterstützungsaffen. Das heißt, ich platziere alle Unterstützungsaffen und wir gucken einfach mal, okay, wie läuft das so? Ich versuche jetzt cool zu bleiben, locker zu bleiben, entspannt zu bleiben und wir werfen mal kurz die Geldkiste ab. So, und jetzt platzieren wir auch schon mal alle Unterstützungsaffen. So, den ersten machen wir nach da. Den zweiten machen wir nach da. Warum mache ich es eigentlich so? Egal, den dritten machen wir nach da. So, ich will, dass die alle ihre Stärken mit ausspielen. Oder, ne, komm, ich mache, glaube ich, wenn dann alle nach oben. Wenn schon, denn schon, oder? Ja, wir machen mal alle nach oben. So, den machen wir dann dahin, so. Und die Plantage ist im Grunde egal, ich mache die mal nach da oben. So, bei der Plantage gehen wir übrigens nach dem Geld. Also das Geld, was die generiert, ist das, was ich am Ende als Schaden werte. Aber Spoiler, die kann am Ende des Tages nicht gewinnen. Denn die anderen Affen machen ja deutlich... Moment, was will ich machen? Den Bauern, da. Denn die Plantage wird am Ende wahrscheinlich so uns 200.000 einbringen. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt die Welt. Und ihr sagt jetzt bestimmt, Bardo, es ist doch unfair. Der Pionier kann die ganze Zeit angreifen, ist eigentlich am stärksten. Theoretisch ja. Aber mein Favorit, ganz ehrlich, ist das Affendorf. Denn wenn man das Affendorf oben durchskillt zu Primärexpertise, kann das mit angreifen. Und es ist für mich persönlich der Favorit auf den Sieg tatsächlich. So viel Vertrauen habe ich in diese Einheit. Und es könnte sehr, sehr interessant werden am Ende. Ich muss die ja auch möglichst gut skillen, ist das Ding, ne? Ich muss die ja so skillen, dass die möglichst stark sind. Die kriegen keinen Alchemisten, oder? Na, die kriegen keinen Alchemisten dazu. Alchemisten sind für Verlierer, die kriegen die nicht. Okay, gut, dann skill ich auch mal kurz nach der Runde alle schon. Wobei, ich mache auch so ein paar Plantagen, weil Geld ist ja Geld, brauchen wir. Okay, ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren mitraten, wo ihr sagt, ey, der wird wahrscheinlich gewinnen, der wird wahrscheinlich verlieren. Und kleiner Funfact, bei YouTube gibt es jetzt eine neue Statistik. Und zwar kann man jetzt sehen, wie viele Leute von 1000 Zuschauern, die noch keine Abonnenten sind, abonnieren. Und die Antwort ist, 4. Von 1000 Zuschauern, die keine Abonnenten sind, abonnieren 4 Leute. Und ich finde die Quote... Oder 6. Auf jeden Fall sehr, sehr low. Zumindest fühlt sich das low an. Aber ich glaube, so low ist das gar nicht. Ich glaube, das ist sehr Standard eigentlich. Und falls du noch nicht abonniert bist, kannst du ja mal die Quote nach oben ballern, wenn du möchtest. Wird mich nicht stören, ehrlich gesagt. Gut, nach der Runde verbessern wir mal alle. Einmal zumindest. Müsste klar gehen. Und die Plantage hat schon 700 gebracht. Dadurch führt die Plantage. Wenn man das so rechnen möchte. So, verbessern wir die einmal. Verbessern wir den einmal, verbessern wir den einmal. Das ist nicht die stärkste Skillung eigentlich oben. Permastacheln ist am stärksten. Aber für diese spezifische Challenge macht Supermin halt Sinn. Hier weiß ich gar nicht, was am besten ist, ehrlich gesagt, beim Pionier. Habe ich das schon gemacht? Wer ist der stärkste Pionier? Okay, habe ich schon gemacht. Die Wachtürme sind am stärksten. Also habe ich richtig mir gemerkt. Okay, gut. Dann ist er der stärkste. So, machen wir das schon mal so. Okay, dann weiter. Gut. Gut, dann war ich korrekt. Gut. Dann mache ich jetzt im Laufe der Zeit noch die sekundäre Skillung für alle, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was am besten ist. Ein größerer Servicebereich ist das, was er möchte. Das kostet 400. Der will wahrscheinlich schnellere Produktion, denke ich mal. Ja, 400, 6, also 1000. 200, 200. Okay, dann machen wir mal so. 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 Und so. Okay, nice. Jetzt haben wir schon mal 1-1 überall. Der hier, der macht halt gar keinen Schaden. Aktuell, der wird aber noch kommen. Seine Zeit kommt noch, Leute. Habt Vertrauen. Ich werde aber gleich noch ein anderes Dorf platzieren müssen, damit der auch mit angreifen kann. Weil der hat ja die ganzen Boosts mit Radarscanner und so weiter. Und, bringt ihn jetzt gar nicht so viel, weil der Effekt ist nur für die anderen. So, nach der Runde verbessern wir alle nochmal auf die nächste Stufe. Die sekundäre Skillung. Ich gebe das Dorf die sekundäre Skillung mit, aber es bringt jetzt gar nicht so viel. Egal, so machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Und machen wir so. Wie sieht's denn aus? Also er hat 1800, 500, 0 und 2100. Also die Bananenplantage ist theoretisch ganz vorne aktuell noch, aber die wird am Ende nicht mithalten können, ist das Ding. Bananen, Radarscanner, schnellere Produktion und Abbau. So, der macht jetzt extra Schaden gegen Warps und Wehrbluts. Okay. Meine ernst gemeinte Reihenfolge komplett, würde ich sagen, ist
Ich vertraue dem Dorf einfach mal. Dorf Platz 1, auch wenn es wahrscheinlich nicht so sein wird. Also realistisch gesehen wird der Pionier gewinnen. Ich denke, der wird realistisch gesehen gewinnen. Ich mache jetzt mal meine Wunschvorstellung. So, Platz 1, Wunschvorstellung, das Dorf. Globale Reichweite könnte groß sein. Platz 2, Pionier. Platz 3, die Plantage. Und Platz 4, die Minen. Ist mal eine realistische Einschätzung, die, glaube ich, auch möglich ist. Also es ist nicht unrealistisch. So, in Runde 35, würde ich sagen, verbessern wir alle mal auf Stufe 3. Da müsste auch das Geld 4000, also er führt, die Plantage führt aktuell, aber der Pionier, er holt langsam auf. Der ist Teilnehmerurkunde bis jetzt. Und das Dorf ist halt das Dorf. So, da kommt noch nicht so viel rum. Affendorf auf Stufe 3. Affendorf, deine Zeit kommt noch. So, Nagelbälle, Boom. Zahnkränze erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Jupp. Jupp. Ab Stufe 4 wird der wirklich nützlich. Ab Stufe 4 wird der einfach nur ein bisschen stärker. Ab Stufe 4 ist der quasi egal, das bringt ihn nicht so viel. Und ab Stufe 4 macht der halt wirklich richtig viel Geld. Die Plantage wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, eine Zeit lang führen. Aber auf lange Sicht kann die halt einfach nicht mithalten, ist das Ding. So, in den späten Runden. Das heißt, bis zu den späten Runden wird die Plantage führen. Ich glaube aber nicht halt, dass die gewinnen wird, weil unrealistisch. Mit der Plantage machst du halt nicht so übertrieben viel Geld, dass die da wirklich jetzt krass zerstören könnte. So, wir warten mal und verbessern da nochmal Zentralmarkt gleich. Und dann sparen wir. Ich würde sagen, Stufe 4 machen wir in Runde 45 ungefähr. Aber die Nagelfabrik macht auch einen guten Job und das könnte nochmal spannender werden. Okay, gut, verbessern wir jetzt nochmal kurz. Einmal, die sind alle verbessert. Zweimal und dreimal. Ich habe gesagt Runde 45, ne? Ja. Müsste auch vom Geld hinkommen. Wir machen jetzt ja wirklich viel Geld. 3000, 4000 machen wir schon. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Wir haben 10.000 gemacht in der Runde. Das sollte uns auf jeden Fall reichen. So, das ist am teuersten mit 16.000. 2000, 10.000. Wobei, ich glaube, wir brauchen noch einen Zug. In Runde 46 machen wir die Verbesserung. Ich habe es nur überschlagen, aber 16.000... 26.000, nee, das wird nicht kommen, Die Runde geht ja lange, wow, okay. Gut, machen wir jetzt hier für 16.000 die Verbesserung. Machen wir hier für 2.000, ab der nächsten Stufe. Sobald der Stufe 5 ist, kann der abliefern. Machen wir hier für 10.000 und machen wir hier für 2.000. Die Wachtürme werden jetzt alle unterschiedlich. Und das heißt, da kommen jetzt ein paar, die verschießen Laserstrahlen. Es kommen ein paar, die verschießen Stacheln. Und das ist immer so ein bisschen an Gegner angepasst. Es kommen auch, glaube ich, ein paar, die verschießen Eis. Das heißt, ich kann Gegner einfrieren, glaube ich. Ja. Und das müsste jetzt im Grunde ein bisschen besser laufen alles. So, wie viel Geld brauchen wir? 85.000, 20.000, also 100.000. 250.000, 280.000, 290.000 brauchen wir. Okay, gut. Wir verbessern jetzt den Marktplatz hier gleich nochmal. Zu Affen Wall Street. Das Geld müsste jetzt auch ganz gut laufen. Okay, ich würde sagen, wir machen die Stufe 5 Verbesserung, sobald wir das Geld dafür haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ich mach mal noch einen Marktplatz. Hier unten. Boing, boing, boing. Boing und noch ein. Und das müsste dann vom Geld reichen und durchlaufen, bis wir dann genug haben. Weil wir machen jetzt ja bestimmt... Ich guck mal. Wir waren quasi bei 0. 10.000, 15.000, 20.000... Wir machen 20.000 pro Runde. Ja. Wir machen über 20.000 pro Runde. Okay, das nehme ich mit. Ist gut. Ist gut, dann haben wir es ja alles schon recht schnell. Übrigens, zu meiner Wut vom Pogostack kommt noch eine andere Wut hinzu. Und zwar habe ich so ein paar Fliegen in meinem Zimmer. Und Fliegen nerven einen ja einfach. Fliegen existieren, um einen zu nerven. Weil die fliegen einen die ganze Zeit an. Oh, hier ist ja Essen. Oh, da knabber ich mal weg. Und die nerven einfach. Nur ich will die Fliegen halt auch nicht kaputt machen. So, ich nehme sie ja. Nein, die haben dir nichts getan. Aber doch schon, die nerven mich. Aber die wissen es ja nicht besser. Deswegen, Fliegen nerven mich. Es ist schwer, keine Fliegen kalt zu machen. So, die Plantage hat 26.000, 27.000 gebracht. Nagelfabrik 23.000, der Pionier 23.000. Oh! Die Nagelfabrik hat aufgeholt. Die hat überholt. Die Nagelfabrik ist aktuell Platz 2 und die Plantage ist Platz 1. Pionier, ich dachte, du wärst stärker. Ha! Metall ist es übrigens wirklich schwer, nur ein Video am Tag rauszubringen. Wenn man sonst halt zwei bringt, weil man sieht halt, wenn man nur ein Video am Tag rausbringt, dass du halt einfach wenige Aufrufe an den Tag hast und, Ich klammer mich ja sehr daran, YouTuber zu sein. Und deswegen ist... Man hat immer die Angst, meiner Meinung nach, also ich habe immer die Angst, dass es halt einfach mal weg ist. Und dass du dann wieder Probleme hast und die Welt halt einfach
nicht in Ordnung ist. Und deswegen, ich bin ein sehr unsicherer YouTuber, weil ich habe nicht diesen Punkt erreicht, den andere YouTuber haben, die sagen, ja, okay, ich könnte jetzt ein Jahr nichts hochladen und könnte immer noch von YouTube leben. Das habe ich nicht, werde ich wahrscheinlich niemals haben. Deswegen, ich habe einfach immer Stress und immer Angst, dass es vorbei ist. So, bevor ich aber keine Angst habe, ist vor der nächsten Runde. Denn nach dieser Runde machen wir Pause und verbessern alles auf Stufe 5. Dann werde ich wahrscheinlich noch Übertakten für alle geben. Wie sieht es denn aber jetzt aus? So, Plantage hat 42.000 gemacht, er hat 0 gemacht. 47.000 und 38. Okay, also die Minen sind bis jetzt die Könige. So, verbessern wir hier einmal. Verbessern wir hier einmal. Ich verkaufe das, keine Sorge, das passt. So, ich verbessere hier Primärexpertise, bam. Er kann jetzt auch angreifen. Ich verbessere hier einmal, bam. Und ich mache hier auch noch das. Die kann andere Affen boosten. Und das will ich mitnehmen. Ich will alle Affen einmal boosten und dass sie stärker werden. Und wirklich ihr Potenzial möglichst gut ausnutzen. Platz 2, Platz 3, Platz 4. Aber ich vertraue dem Dorf. 11.000 schon das Dorf gemacht. 46.000, 50.000 und 62.000. Also die Plantage führt aktuell noch. So, hauen wir mal den Boost auf alle raus. So, so, so und so. Damit ich mir die dummen Kommentare spare. Wir merken uns, dass er 50.000 hat. So, denn jetzt kommen die Minen auch ein bisschen offensiver und jetzt können die auch Schaden machen, damit das, glaube ich, einfach cooler ist und keiner sagt, Bardor, die Minen sind unfair, die sind hier gar nicht zum Zug gekommen. Jetzt kommen die Minen zum Zug, jetzt kommt jeder zum Zug. Jetzt gibt es keinen, der sagt, oh, ich hätte auch gerne angegriffen, aber ging nicht. Oder haben jetzt die Rollen getauscht, der kann auch angreifen, ne? Ich guck mal kurz. 100.000 Schaden, ja, greift auch an. Es ist halt wirklich schwer, es allen recht zu machen, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist so schwer. Oh Mann, okay. So, Runde 80, wie lange lebt der? Der wird beschossen. Ja, weggelasert. Okay, wir gucken mal. Also, die Plantage hat 250.000 gemacht. Ist damit bestimmt der Champion bis jetzt. Denn das Affendorf hat 150.000 gemacht. Na, okay, müssen wir uns merken, 260.000. 150.000. Der Pionier hat 120.000 ungefähr gemacht. Also 113.000. 113.000 hat er gemacht. Und er hat 90.000 gemacht. Wir haben ihn aber verkauft, als er bei 50.000 war. Also er hat jetzt auch ungefähr 150.000. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich andere meckern und sagen, Bardor, die Pioniere können, der Pionier kann doch gar nicht richtig angreifen jetzt. Ja, soll ich den Pionier nochmal weiter nach vorne pushen? Okay, dann merken wir uns, er hat 110.000. Dann machen wir das jetzt so. Es ist halt so schwer. Ich versuche es halt allen recht zu machen. Jetzt kann der Pionier auch konstant angreifen. Ist es jetzt fairer? Jetzt kann quasi jeder Turm konstant angreifen. Ist es jetzt fairer? Ich weiß es nicht. Ich will es halt einfach fair machen, aber ich finde es so schwer, das fair zu machen. Weil sein Schaden ist jetzt ja auch nicht, also 130.000 hat er jetzt. Er hat 230.000, er hat 260.000 und er hat, also vielleicht gewinnt die Plantage auch. Das fände ich lustig, aber ich glaube eigentlich, in den letzten 10 Runden kommt so viel Schaden, dann kann die Plantage nicht mithalten. Weil die Plantage macht ja nicht mehr mit der Zeit. Die Plantage wird am Ende so 400.000 machen und die anderen machen halt deutlich mehr. Ja, okay, machen wir es mal so. Machen wir es mal so, es greift jetzt jeder quasi konstant an. Ich kann es nicht fairer machen, sorry. Es wird trotzdem jemand meckern, weil jetzt habe ich das so verschoben, dass die beiden konstant angreifen können. Aber jetzt wird bestimmt jemand sagen, Bardor, aber das Affendorf hat doch globale Reichweite. Der kann das jetzt gar nicht so gut ausspielen, wenn die auch globale Reichweite haben. Aber faktisch gesehen greift er ja quasi früher an. Also er greift die Gegner an, bevor die unter den Bildschirm kommen und der springt ja auch den Angriff. Also er hat einen Vorteil, aber ja, es ist schwer. Es ist legitim schwer, es allen recht zu machen. Ich würde sogar sagen, unmöglich. Und Runde 98, eigentlich die schwerste Runde im gesamten Spiel. Wird aber alles weggelasert. Und ich mache nochmal von mir aus zu den Waffen an. Weggelasert, weggelasert, weggelasert. Und gucken wir jetzt mal Runde 100. Wie sieht's aus? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Okay, gucken wir mal. Also, die Nagelfabrik hat 950.000 gemacht. Und jetzt kann keiner meckern, weil der Pionier hat. Der Pionier hat 280.000 gemacht. Der Pionier, da müssen wir nur 100.000 draufrechnen. Weil ich habe mir verkauft dabei, ich auch nochmal 100.000, also 59.000 hat er gemacht und er hat 380.000 Schaden gemacht. Da kann jetzt auch keiner meckern. Die Reichweite von den Pionier ist besser gewesen als die von der Nagelfabrik. Der konnte früher angreifen als Explosion. Geht klar, geht klar. So, die Bananenplantage hat respektable 500.000 gemacht und holt sich damit auf jeden Fall einen Platz über den Pionier. Und das Affendorf hat 550.000 gemacht. Dadurch haben wir den Underdog, das heißt Underdog, ist die teuerste Einheit. Aber dadurch hat die Nagelfabrik gewonnen. Plantage, vorletzter Platz. Affendorf, der führt, dass er erst ganz am Ende angreifen konnte. Und die anderen jetzt halt auch sehr nah standen. Einen respektablen zweiten Platz.
mit 550.000 Schaden. Aber der klare Gewinner in dieser Challenge ist die Nagelfabrik mit 950.000 Schaden. Gut, haben wir es mal gecheckt. Dadurch haben wir den Gewinner der Unterstützungskategorie. Wir sehen es dann aber, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, davor quetsche ich noch eine Folge rein, wo wir Quincy's Dad einmal spielen und uns den kaufen. Da würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.